Guten Tag. Zerstörung einer Familie und Zerstörung des Nests ist für Krebsmann immer eine Tragödie. Deshalb viele Krebse, die unzufrieden sind mit der Frau oder auch umgekehrt. Die wollen Familien zerstören, aber die haben natürlich Liebesaffären und sie wandern da so von einer Affäre in die nächste. Sie kommen auf jeden Fall immer wieder zurück. Aber die Frage ist, ob sie dann noch überhaupt erwünscht werden. Das ist diese Doppelsinnlichkeit von einem Krebsmann oder Frau. Sie sind nicht so leicht zu entziffern, weil da gibt es immer verschiedene Launen und sie haben Streitsucht. Sie werden mit dir streiten. Viele Krebsfrauen, leider muss ich sagen, suchen sich nur einen Mann dafür, dass er sie schwanger macht und dass sie ein Kind kriegen. Und für diesen Zweck ist der Mann okay. Und dann leben sie irgendwie zu zweit. Mein Gott, sie haben sich nie richtig kennengelernt. Das ist eine traurige Geschichte, auch für die Kinder. Weil die Frau, die Krebsfrau, sie gibt alles für das Kind. Sie liebt das Kind. Mein Gott, das ist so eine große Liebe. Der Mann ist wieder eifersüchtig, er kann das alles nicht sehen, was die Frau mit dem Kind macht. Und so leben diese Leute jahrelang zusammen. Sie können sich nicht trennen, leider nicht, weil, was sagen die Leute, diese öffentliche Meinung ist sehr, sehr wichtig für die Krebse. Was sagen die Leute lieber nicht und Familie schon gar nicht? Dann irgendwie, wir haben schon Haus, wir haben Auto, wir haben Hypothek, wir haben so viele Sachen gemeinsam. Also lassen wir es so, wie es ist und glauben wir, dass das Leben sehr schön ist. Sex funktioniert dann nicht, weil viele Frauen kriegen Kinder und wollen dann mit dem Mann keinen Sex haben. Das gefällt denen auch nicht. Die wollen nur ein Kind zum Beispiel und die Gefahr ist, dass da ein zweites Kind noch zur Welt kommt. Das wollen sie nicht und deswegen leben sie irgendwie zusammen und man macht so, als ob alles wunderschön in Ordnung wäre. Da gab es einen tollen Film von Marcello Mastroianni mit Marcello Mastroianni und alles ist in Ordnung oder das Leben ist in Ordnung, so etwas. Und der wurde da so angelogen und verarscht von Mitgliedern der Familie. Und überall, wo er hingegangen ist, war plötzlich alles in Ordnung. Aber wir Zuschauer, wir haben erlebt, dass das Leben von seinem Sohn und Tochter, allen Mitgliedern der Familie, einfach eine Tragödie war. So ist das halt mit vielen Leuten. Deswegen habe ich erzählt, ich mag nicht, wenn die Leute so heuchlerisch sind und erzählen, alles ist okay, alles ist in Ordnung und wollen am Geburtstag und am Feiertag sich zusammentun, zusammentreffen und trinken und sagen, alles ist wunderschön und bitte zerstöre nicht meine Familie. Deswegen die Leute, die so ein bisschen rebellisch sind, die werden oft von Krebsmenschen weggestoßen, abgestoßen. Diese Leute sind dann nicht erwünscht, weil Krebs hütet das alles und will die Familie haben und will zu sich sagen, alles ist okay. Und Scheidung kommt nicht in Frage. Ja, leider ist es so. Auf jeden Fall mit einer Krebsfrau ist wunderschön zu leben, weil das ist eine sehr geheimnisvolle Frau. Mein Gott, sie ist wunderschön, sie ist liebevoll. Sie ist unlogisch, sie ist launenhaft, sie ist grausam sehr oft, undeutlich, sanft, weich und fähig zu Rücksichtslosigkeit und dann voller Geheimnisse
und sehr rätselhaft. Deswegen ist das verführerisch für einen Mann, der unbedingt auf Frauen steht und unbedingt sich ein Nest bauen will. Das ist sehr schön mit dieser Frau. Sie ist kreativ, sie kümmert sich um das Heim, Kinder und sie macht da immer etwas beruflich sehr Schönes. Sehr kreative Menschen, wenn sie dann plötzlich von diesem Winterschlaf erwachen, habe ich gesagt, viele Krebse verfallen in einen Winterschlaf und sind nicht ansprechbar, denen geht es schlecht, vor allem im Sommer, wenn das Wetter so schrecklich ist, 14 Grad und dann 30 Grad. Ich habe schon erzählt, viele machen sich da Badewanne voller Wasser und liegen da den ganzen Tag im kalten Wasser. Andere machen Jalousien runter und schlafen und wollen mit der Gegenwart überhaupt nichts zu tun haben. Aber die Gegenwart holt uns nach und ein. Und wir müssen da, wie gesagt, mit diesen allen Rechnungen, mit diesen allen Sachen wieder zu tun haben. Und da müssen wir doch reagieren. Aber Krebs will das natürlich nicht, weil er lebt immer noch in einem Traum und er hat schreckliche Launen. Und diese Launen muss man immer wieder ertragen. Deswegen, so eine Krebsfrau ist manchmal wie ein Kind und du musst alles für sie tun und sie lieben und Komplimente machen und ihr sagen, du bist meine Frau, ich liebe dich, du bist alles für mich. Das gefällt ihr natürlich sehr gut, sie muss geliebt werden, habe ich schon erzählt. Und auf der anderen Seite ist sie wieder die Mutter, wie gesagt, manchmal sehr grausam, weil sie übertreibt mit den ganzen Aufgaben für die Kinder und auch für den Mann. Und diese Bemerkungen und diese böse, maliziöse Bemerkungen für den Mann gibt es da den ganzen Tag. Und wie gesagt, sie tarnt sich sehr oft und deswegen versaut sie dir den ganzen Tag manchmal. Wie gesagt, sie sagt, was ist das für Brosche, ne? Also böse Bemerkungen und plötzlich ruft sie an und sagt, ich komme heute nicht. Wir waren verabredet um 15 Uhr, aber mir geht's schlecht. Da hat sie dir das auch versaut. Dann schickst du ihr zwischendurch schöne Lieder oder was auch immer, schöne Links. Dann sagt sie wunderschön und toll und schenkt sie dir da Herzchen und Sonne und Regenbogen und dann plötzlich schickst du ihr nochmal etwas, egal, von dem Sänger oder von jemandem und dann sagt sie, das gefällt mir nicht. Ne, überhaupt nicht, ich habe mir das überlegt, der gefällt mir überhaupt nicht. So, da hat sie dir das wieder alles versaut. Und dann hat sie Karten für dich irgendwo ins Theater oder die Oper und 10 Uhr früh schreibt sie, ich kann nicht, mir geht schlecht. Ja, und dann schreibt sie, du kannst die Karten verschenken an deine Freundinnen. Und dann rufst du deine Freundinnen an und sagst, ich habe da Karte. Ja, ich muss gucken, was das ist. Und dann sagen die Freundinnen, das gefällt mir auch nicht so gut. Und ja, du brauchst auch nicht zu bezahlen. Was? Nicht zu bezahlen? Das ist doch klar, wenn sie nicht kann, dann kann sie mir die Karte schenken. Und dann kommt wieder zum Eklat zwischen dir und einer anderen Freundin. Also diese Stimmungen zu versauen, das alles kaputt zu machen, anstatt zu sagen, uns geht's doch so gut, alles ist doch schön, alles ist wunderschön. Ja, das sind nur Träume und das sind nur Lieder. Warum können wir nicht in Frieden leben? Leider nur Lieder. Aber für heute ist die Zeit um.